Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Lunatic YouTube-Kanal. Die Saison läuft. Wir haben auch schon die ersten neuen Lieferungen für die neue Saison erhalten. Deswegen wird es Zeit für ein neues Just-In, nämlich Just-In Nummer 18. Los geht's. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Saison läuft. Zumindest bei vielen von euch. Wir haben Anfang, Mitte Mai, der Hecht ist vielerorts offen, die Barsche fangen auch so langsam an zu beißen und wir haben für beide, natürlich nicht nur für Barsch und für Hecht, sondern auch für Zander, Neuheiten bekommen, Lieferungen reinbekommen und die würde ich mir gerne einmal mit euch zusammen anschauen und starten würde ich mit Gator. Vom Gator Catfish gibt es eine neue Größe. Ihr kennt sicherlich den Gator Catfish in 35 cm. Das ist schon ein sehr großer Köder, den viele nicht mehr mit ihren Ruten angeln können. Aus dem Grund haben sich viele eine kleinere Version gewünscht. Und die ist jetzt hier mit 25 cm auch bei uns neu eingetroffen. Ist vom Körper her ähnlich gestaltet oder genauso gestaltet wie das 35 cm Modell, nur halt kleiner skaliert. Sprich, man hat hier diesen Fischkörper, wenn man so möchte, der relativ breit, relativ voluminös ist, was zum Hechtangeln nie verkehrt ist. Dann diesen langen Curly Tail, wo hier noch so eine kleine Flosse eingearbeitet ist, die dann auch nochmal so ein bisschen spielt. Und hinten dran einen kleinen Paddle Tail. Der sorgt dafür, dass der Köder ein ganz eigenständiges Laufverhalten hat. Ihr kennt das sicherlich von so ganz normalen Twistern, die dann sehr fluffiges Laufverhalten haben oder auch von großen Curly Tails zum Hechtangeln, die dann eher so durch die Gegend wackeln. Und dieser kleine Schaufelschwanz hier hinten, der sorgt dafür, dass der Köder richtig so einen Kicks macht quasi. Also natürlich dieses fluffige Curly-Laufverhalten logischerweise, aber hinten drin im letzten Teil des Köders gibt es gelegentlich immer so einen Kick, 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 so unregelmäßig. Köder rollt dabei so leicht und ist wirklich ein ganz eigenständiges Laufverhalten und sicherlich einer der Gründe, warum der Köder auf Hecht so gut abräumt. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, hey, es gibt das Ding doch auch noch in 45 cm, habe ich bei Fly vs. Jerk gesehen. Damit hat das Gator-Team doch die aktuelle Staffel gewonnen. Ist richtig. Ich muss aber sagen, wir haben die 45 cm Version zunächst nicht mitbestellt. Das ist wirklich ein Riesenköder, den viele einfach gar nicht mehr angeln können und einfach gar nicht mehr angeln wollen. Ich glaube, alleine der Köder wiegt schon über 300 Gramm, ganz dicke, ja, und ist halt super, super groß und deswegen haben wir gesagt, wir bestellen lieber ein paar mehr kleine. Die laufen auch sehr gut, werden sehr gut von euch angenommen, habe auch schon schöne Fangfotos drauf gesehen und ist sicherlich nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal den 45er auch bestellen. Zunächst haben wir uns aber hier auf die 25 cm Version beschränkt. Was auch neu ist, ist von Gator der Catfish als Paddle-Tail-Version. Davon packe ich auch mal einen aus. Und zwar haben wir hier wieder den Catfish-Körper sozusagen, der dann aber hinten mit einem Hammer-Tail oder mit einem ganz normalen Paddle-Tail, nicht Hammer-Tail, mit einem Paddle-Tail ausgestattet ist. Der läuft tatsächlich auch nochmal ganz anders als die normalen Gummifische, also die, ich sag mal, die schon bekannten Gummifische von Gator mit Schaufelschwanz, nämlich läuft der hier eine Ecke dezenter. Der normale Gator Gum hat ein relativ kontrolliertes und ja, so ein Wobbelaktion nenne ich es mal und der Catfish Paddle läuft ein bisschen dezenter. Der rollt ein bisschen und der Schaufelschwanz macht nur so leichte Bewegung. Ist ein anderes Laufverhalten. Na, ihr wisst es, manchmal wollen die Hechte mehr Aktion, manchmal wollen die Hechte weniger Aktion. Deswegen kann man hier noch ein bisschen variieren. Muss man einmal aufs Gewicht gucken. Der wiegt bei 22 cm 94 Gramm. Baut da noch einen Shallow Rig
drunter und vielleicht ein kleines Einhängegewicht. Seid ihr so bei knapp 100 Gramm. Lässt sich also mit so einer 4 Unzen 120, 150 Gramm Rute noch bewerkstelligen und sollte für viele Hechtangler auf jeden Fall noch zu werfen sein. Gibt es in coolen Farben hier von diesem Silver Smelt über so Fire Tiger Dekore bis hin zu Motoroil-Varianten. Also da sollte auch für jeden was dabei sein. Guckt euch das einfach mal an. So, jetzt gehen wir eine Nummer kleiner. Und zwar hier mit dem Catfish in 9 cm. Blödsinn, in 11 cm. 5 Stück in der Packung ist eine coole Größe zum Barschangeln auf große Barsche oder aber auch zum Zanderangeln. Und ja, ist im Prinzip nur noch mal eine noch weiter runterskalierte Größe vom Catfish. Hat auch diesen kleinen Schaufelschwanz hier hinten dran. Entsprechend das Laufverhalten mit diesem quirligen Twister-Movement, wo aber ab und zu diese Kicks durch den Schwanzteller reinkommen. Und ja, könnt ihr fischen am C-Reh, könnt ihr fischen am kleinen Jig. Theoretisch auch als Trailer-Bait oder ähnliches. Und rundet die Range vom Catfish nach unten hin nochmal ziemlich cool ab. Ist auch eine coole Geschichte. Und so haben wir im Prinzip 32 cm, 25 cm, 11 cm von Barsch, eben mit dem 35er ja auch schon bis hin zu großen Hechten. Und eben diese super spezielle Variante 45, die wir halt noch nicht haben, die sicherlich aber auch für viele von euch einfach raus ist. Und wo wir gerade bei kleinen Gummi sind, es gibt auch noch eine neue Variante hier vom Gator Gum, und zwar in 3 Inch, 7 cm. Ist ein super cooler Köder, gefällt mir richtig gut zum Barsch- und zum Forellenangeln. Eben weil er ein bisschen bauchiger ist, wenn ihr hier mal guckt. Ne? Relativ flach, aber dafür ordentlich bauchig. Kleiner Schaufelschwanz hinten dran und ja, macht einfach vom Volumenverhältnis her, macht er einfach einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich. Und dürfte Barsch und auch Forelle und was auch immer, ich sag mal im Bereich kleine bis mittlere Raubfische auf jeden Fall schmecken. Coole Farben dabei, so wie hier dieses Midnight, was so ein bisschen so Electric oder Prism Flakes drin hat, wie auch immer man sie nennen möchte, ne? Wenn man hier mal so guckt. Gibt es auch noch in so, ich habe sie ja sogar hier, in so goldenen Dekoren. Diese Farbe ist auch dabei, also die gibt es dann auch bei dem quasi. Natürlich auch ein bisschen auffällige Sachen, weiß, also sollte auch für jeden was, für jeden Geschmack was dabei sein. Und ab sofort auch bei uns im Shop verfügbar. Also alle Sachen, die ich euch zeige, findet ihr natürlich auch im Shop. Die Videobeschreibung, beziehungsweise den Link habe ich in der Videobeschreibung oder habe ich für euch in die Videobeschreibung gepackt. Und dann könnt ihr euch da die Sachen nochmal genauer angucken, die euch interessieren. Was Neues gekommen ist ebenfalls von Lurefans. Also wir haben natürlich die bestehenden Köder, Wobbler in erster Linie wieder aufgefüllt. Ob es jetzt der X68 ist, ist in allen Farben wieder am Start. Baby Blue Jill, Green Pumpkin Chartreuse. Also wer da bei den ersten Lieferungen, weil sie ratzfatz immer weg waren, leer ausgegangen ist, jetzt nicht lange warten, alles wieder am Start. Auch Sparkling Sexy Shad, also ich sag mal so diese neueren Lurefans Farben, die wir zusammen mit Lurefans für den X68 uns überlegt haben, alle am Start. Auch solche Sachen wie der CC60, den ich euch gleich einmal zeigen möchte, oder hier der V55 als Lipless Crank, aber auch neue Gummis, aber dazu kommen wir gleich. Also wie gesagt, Lurefans, sehr viel Verschiedenes durch die Bank gekommen, ein paar Sachen zeige ich euch jetzt mal. Und starten würde ich einmal mit dem V55. Der war länger nicht verfügbar, ist jetzt aber wieder da und ist wirklich ein richtig, richtig guter Lipless Crank. Also sehr detailliert gestaltet, wenn ihr hier mal schaut. Hier ist so ein Schuppenmuster drauf. Ihr habt große Augen, sauber lackiert und einfach ein sehr guter Lipless Crank. Wer gar nicht weiß, wie Lipless Cranks funktionieren im Prinzip, die zeichnen sich einerseits dadurch aus, dass sie sehr,
das war Quatsch, die Bewegung, die kommt gleich. Also die haben ein gewisses Gewicht, so wollte ich sagen, und dadurch lassen sie sich erstmal extrem weit werfen und sind halt ideale Köder zum Powerfishing. Powerfishing, viel Strecke machen, auf sich aufmerksam machen durch Druck, Vibrationen, Fläche absuchen, aktive Fische. Und ja, wenn ihr Lipless Cranks einkurbelt, dann haben die immer so ein wackelndes Laufverhalten. Und häufig sind sie ausgestattet mit Geräuschkugeln und zwar nicht zu knapp. Das heißt, ihr habt dieses vibrierende Laufverhalten und ihr habt einen extrem krassen Sound. Manchmal sind Glasrasseln drin, dass es ein hoher Ton ist. Manchmal sind dicke Stahlkugeln drin, dass es ein tieferes Klacken ist. Und deswegen, ich habe es eben schon vorweggenommen, kannst du auch direkt am Mikrofon machen. Hier hört ihr noch nicht mal die Sprengränge. Das Ding ist wirklich 100%, jetzt habe ich es natürlich gerade gehört, aber das Ding ist wirklich 100% silent und ist was für Lipless Cranks relativ speziell ist. Dadurch, gerade an Gewässern mit viel Angeldruck, immer ein Versuch wert und solltet ihr auf dem Schirm haben, gibt es in coolen Farben wie in diesem Orange Belly, Blue Jill, also nicht Blue Jill, Blueback, Orange Belly, so. Gibt es auch in Fire Tiger, in Ayu Dekorn, also da gibt es verschiedene von natürlich bis schockig. Und ja, auf jeden Fall eine gute Erweiterung für eure Powerfishing-Box, wo ihr sonst Cranks, Belljigs und so weiter und so fort drin habt. Führung ist super simpel, habe ich ja gerade schon gesagt. Ihr werft das Ding aus und kurbelt das straight durch, dann habt ihr das Vibrierende, könnt ihn dabei immer mal absinken lassen oder ihr lasst ihn wirklich über den Grund hüpfen. Ist natürlich ein bisschen hängeranfälliger, die Geschichte dann, aber wenn ihr wisst, ich bin vom Boot unterwegs, ich kriege den eh wieder frei oder hier sind nicht so viele Hänger, dann ist es auch immer eine Sache, die man mit Lipless Cranks auch sehr gut machen kann. Viele denken, das ist ein reiner Powerfishing-Köder für die warmen Monate, nicht unbedingt, funktionieren auch. Also ich sag mal, jetzt kommt natürlich erst der Sommer und die beste Zeit für solche Geschichten. Wenn es später im Jahr aber wieder kälter wird, könnt ihr die auch zum Vertikalangeln nehmen oder wirklich so für kleine Sprünge über den Grund im Winter. Auch da lassen sich dann Fische auf jeden Fall nochmal zum Biss überzeugen. Machen wir weiter mit dem CC60S. Die CC-Serie von Lowfend läuft so ein bisschen unterm Radar, was schade ist, weil die ziemlich cool sind eigentlich. Gibt es in 5 cm, 6 cm und auch ein bisschen größer zum Bass oder Hecht oder Zanderangeln in 7 cm. Ich habe jetzt ja mal hier die goldene Mitte rausgesucht mit 6 cm. Und zwar sind das kleine Cranks, die aber eine ziemlich spezielle Form haben. Also mit diesem Also wie man guckt, die sind so etwas länglicher, aber dann doch irgendwie eich. Hat man so, oder sieht man so eigentlich nicht. Ist aber das Coole, weil es einfach mal was anderes. Was an dem CC auch super geil ist, sind hier diese, da drin ist so ein, wie so eine Zwischenwand, auf der Holoflakes aufgebracht sind. Und dann habt ihr hier so richtig krass, zumindest natürlich bei den Ghost-Dekoren oder bei den, ich sag mal, bei denen, wo man ins Innere gucken kann, habt ihr so einen geilen Flash-Effekt hier. Und ihr habt am Ende einen Federdrilling. Gerade Barsche, die relativ neugierig sind, die sind mit so einem Federdrilling immer ganz gut zu überzeugen. Gilt aber auch für Forellen und für Döbel übrigens. Ja, und dann hier so eine kleine Lippe. Und wenn ihr den im Prinzip führt wie ein Crank, heißt, werft ihn aus, crankt ihn, kurbelt ihn konstant ein, dann habt ihr ein sehr agiles, also stark wobbelndes Laufverhalten, bei dem der Köder auch noch so rollt. Ich war jetzt am Wochenende, kleiner Ausschwung, ich war jetzt am Wochenende zur Hausmesse von KL Angelsport und hatte den unter anderem auch den Leuten im Wasser gezeigt und da hieß es, der hat aber ein sehr agiles Laufverhalten und genau das hat er nämlich auch. Und verstärkt wird das noch durch diesen Federdrilling hier am Ende. Also sieht dann fast aus wie so eine, der eine oder andere, ich zeige den gerne auf Hausmessen, weil es halt was Spezielles ist. Der eine oder andere sagt schon mal, sieht aus wie eine Maus oder sieht aus wie eine kleine Schlange, weil das Ding sich so schlängelt und ist wirklich was ganz Spezielles. Und könntet ihr analog zu den V55 auf jeden Fall mal drüber nachdenken, euch das in eure Crank oder in eure Powerfishing-Box zu packen.
Cooler Köder, super cooles Laufverhalten, was andere Köder auch so nicht haben. Auch die Formen gibt es bei anderen Ködern nicht. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Kleiner Tipp noch von mir, wenn ihr den einholt, werft den mal aus, holt ihn auf euch zu, relativ schnell und macht mal einen ganz abrupten Stopp. Dann passiert nämlich Folgendes. Köder kommt, ihr macht einen Stopp, er dreht sich komplett quer, sinkt dann so flatternd ab, weil die slow sinking sind. Wenn ihr den wieder ankurbelt, zieht er sich wieder gerade. Super cool aus. Und wenn ihr einen Fisch habt, der den Köder verfolgt, vielleicht nicht so richtig will, ihr macht einen Stopp, dann dreht sich das Ding auf einmal zur Seite und wackelt da so hin und her. Boom. Schon ganz oft den Biss dabei bekommen. Ebenfalls bleiben einfach mal in der Power Fishing Range, einfach weil es die Jahreszeit jetzt bedingt oder der kommende Sommer. SR40, auch wieder am Start. SR40, das sind kleine, das ist ein Mix aus Zikaden und Spinjig. Finde ich ziemlich geil, weil man die relativ variantenreich führen kann. Und ich mit den Ködern echt schon richtig abgeräumt habe, wo weder klassische Spinjigs noch Bladed Jigs noch Gummis funktioniert haben, haben die Teile halt trotzdem echt gut gefangen. So, wie ist der Aufbau? Also wir haben hier vorne einen ganz flachen Metallkörper, wie bei einer Zikade eben im Prinzip. Hier unten durch die Beschwerung ist es ein bisschen dicker. Der eigentliche Körper ist aber sehr, sehr schmal. Dann ist hier hinten ein Spinnerblatt im Prinzip angedreht, ne? Also Kugel gelagert. Und dadurch lässt sich das Ding halt extrem variantenreich führen. Ihr habt hier zwei verschiedene Ösen einmal. Einmal die vordere und einmal die hintere. Die bedingt in erster Linie, dass der Köder ein bisschen waagerechter oder ein bisschen steiler läuft und dementsprechend stärker vibriert oder weniger vibriert. Ihr könnt den jetzt ganz grundlegend, um auf das Spinnerblatt zu kommen, in zwei oder auf zwei verschiedene Arten führen. Entweder kurbelt ihr ihn sehr langsam ein, dann ist der Body recht starr, weil er noch nicht ins Vibrieren kommt und es spielt eher hier hinten das Spinnerblatt. Wenn ihr schneller kurbelt, merkt ihr, dass wie bei einer Zikade das ganze Ding richtig vibriert, also richtig so durch die Rute, wenn ihr den mal so über die Rute anzieht, merkt ihr richtig so und nichtsdestotrotz spielt natürlich auch hinten das Blättchen gleichzeitig noch. Dann habt ihr hier diese Flash-Dekore, die natürlich auch noch aufblitzen. Also habt ihr Blitzen durch das Dekor, durch das Spinnerblatt. Ihr habt die Verwirbelung durch das Spinnerblatt und ihr habt, wenn ihr ihn schnell führt, noch das krasse Vibrieren von diesem Zikadenkörper. Und das ist halt im Prinzip eine Reizkombination, da kommt, oder die merkt zumindest jeder Fisch, der in der Nähe ist. Wenn ihr sagt, ich will gar nicht so viel Druck machen, kurbelt ihr halt einfach langsamer. Dann habt ihr halt nur dieses dezente Spielen. Das ist hier ein längliches Blade, was dann auch gar nicht so viel Druck macht und was auch bei Strömung ganz gut funktioniert, weil es eben nicht so viel Druck macht wie die runderen Blades. Und wie gesagt, ich mag den Köder super gerne, habe ich schon echt gut mitgefangen. Weiß ich auch vom einen oder anderen von euch, dass die damit auch schon echte Sternstunden erlebt haben. Und jetzt wieder da als SR40. Also 4 cm Body, 8 Gramm und verschiedene Dekore im Prinzip. Ne? Hier Fire Tiger gibt es noch. Das hier ist so ein Chartreuse-Ton. Es gibt auch noch Grün-Weiß, AU-Varianten. Da auch einfach mal reinklicken und einfach mal schauen. Den packe ich zur Seite. Und dann würde ich gleich auch nochmal auf eine komplette Neuheit zurückkommen. Vorher würde ich aber schon mal einmal das Gewinnspiel zwischenschieben, bevor wir das vergessen. Ihr wisst ja, wir haben in jedem Video ein Gewinnspiel, so auch heute. Und ich würde euch im Prinzip zwei Pakete packen. Machen wir mal wieder zwei Gewinner, hatten wir länger nicht. Ein Hechtpaket für Gator, ein Lurefence-Paket für Powerfishing für Barsch. Beide so im Wert von ca. 50 Euro. Und die könnt ihr gewinnen, indem ihr das Video hier liked, einen Kommentar da lässt und unseren Channel abonniert. Und dann mache ich so, das ist ja immer dann, jeder, der kommentiert hat, kommt in so einen Random-Generator. Der erste
Treffer ist Gator, der zweite Treffer ist Lofens. So, seit kurzem hat Lofens ja auch neue Softbaits. Ein Gummifisch mit Paddletail in 2,2 oder 3 Inch, einen 2,7 Inch großen Curlytail und einen kleinen Krebs. Und ganz neu ist so ein Pintail Senko Modell. Das auch wieder, was ziemlich cool ist, finde ich zumindest, diese Kombi in der Gummimischung aus BASF und Kanika hat. Sprich, keine bedenklichen Weichmacher drin. Die Gummimischung ist oder unterliegt sogar medizinischen Anforderungen. Könnt ihr euch im Produkttext nochmal genauer durchlesen, was das bedeutet. Ich zeige euch einfach mal den Köder. Also ist quasi ein runder Body, so leicht gerippt. Hier vorne ist noch so eine hier vorne sind die Rippen weg, hier ist es glatt. Da könnte man, wenn man möchte, so einen Wacky-Ring drum machen, wenn man das Ding wacky-fischen möchte. Und hier hinten ist so ein ganz feiner Pintail dran. Mit dem Köder könnt ihr ziemlich viel anstellen. Ihr könnt den am Dropshot fischen, ihr könnt den auf einen Bladed Jig packen, ihr könnt den am Zerik fischen, ihr könnt den natürlich auch, wie gesagt, weightless oder wacky auf Bass fischen. Da stehen euch im Prinzip alle Möglichkeiten offen. Ihr könnt den rein theoretisch sogar am Jig fischen. Und verfügbar eben hier in den Farben, wie man sie von den anderen Lofens Softbaits jetzt auch kennt. Green Pumpkin Chartreuse, hier so ein leichter Wakasagi-Ton. Blue Jill Farben, Chartreuse White, also guckt da einfach mal durch, da gibt es auch wieder von natürlich bis auffällig verschiedene Dekore, ist 3 Inch groß, dementsprechend perfekt für Barsch, gesalzen, ich habe schon, also relativ krass gesalzen, ich habe jetzt auch schon alleine von dem, dass ich hier so ein bisschen das hin und her drehe, Salz in den Fingern, aromatisiert und eben diese spezielle Gummimischung mit deutschem und japanischem Ausgangsmaterial. Ziemlich cool, dass Lofens darauf achtet. Und ja, das war's an der Stelle auch schon. Für die Leute unter euch, die regelmäßig bei uns zuschauen, hätte ich noch einen kleinen Ausblick auf das, was kommt, beziehungsweise auf das, was war. Ich sag mal, die Videos von unserem Holland-Trip vor der Schonzeit, die sind durch. Wir hätten rein theoretisch noch eins, wo auch ein, zwei schöne Fische bei rumkamen. Allerdings finde ich, wenn ich jetzt rausgucke, gut, jetzt gerade ist es ein bisschen bewölkt, aber die Saison läuft schon, die Sonne scheint. Irgendwie ist Schonzeit oder vor der Schonzeit in Holland mit Scheißwetter und Regen, irgendwie ist das auch durch. Deswegen lassen wir das. Ich hatte vorher gesagt, wir planen auf jeden Fall auch noch Forellen-Videos. Da ist leider der erste Termin, den wir uns gesetzt haben, flach gefallen, weil super schlechtes Wetter, viel zu viel Wasser, teilweise gar nicht vernünftig zu befischen. Das wäre wahrscheinlich nichts geworden. Den haben wir uns geschenkt. Da haben wir aber schon einen Ersatztermin und auch noch einen weiteren uns überlegt. Also Forelle am Bach kommt auf jeden Fall noch. Dann sind wir Ende Mai zum Hechtangeln mit Christian Rauhöft, Christian Jülke und Dennis ist auch dabei. Ja, dann machen wir da so ein, zwei Tage Hechtangeln. Mal gucken, inwiefern, was uns da so einfällt auf jeden Fall. Das wird ein Trip zum Hechtangeln. Und dann steht auch schon fast der diesjährige YPC Bank an. Das wird natürlich im Prinzip auch wieder eine heiße Geschichte für uns. Ziel ist auf jeden Fall, wieder eine Runde weiterzukommen, wie im letzten Jahr. Werden wir natürlich auch in der Vorbereitung mit der Cam begleiten. Haben das wie im letzten Jahr, machen wir sicherlich wieder zwei Teams, checken verschiedene Ecken ab. Die Videos kommen dann natürlich ein bisschen später, so Richtung Sommer, aber das ist so der Fahrplan für die nächsten Wochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da am Ball bleibt. Wenn euch der Kanal gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Und ich wünsche euch eine erfolgreiche Angelsaison und hoffentlich den einen oder anderen dicken Fisch oder vielleicht sogar ein PB. Ciao.